Hallo zusammen, ich habe hier eine Minibar, ein Hotelzimmerkühlschrank oder ein Zimmerkühlschrank und dieser ist absolut geräuschlos. Wir haben hier keinen Kompressor, wir haben keinen Lüfter, wir haben keine Pumpe oder sonst irgendwas, was Strömungsgeräusche produziert, sondern es ist ein absolut geräuschloses Kühlsystem. Sogenanntes Absorberkühlsystem. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hier ist der Kühlschrank von innen. Wir haben hier in der Türe haben wir Platz, dass wir zum Beispiel 1,25 Liter Flaschen oder ja, Liter Flaschen reinstellen können. Die großen, die 1,5 Liter Flaschen, da muss ich das obere Teil entfernen, dann habe ich hier einfach kein oberes Fach mehr. Wir haben hier zwei Tablare drin, das ist gerechnet für Dosen, was bei uns nicht mehr so aktuell ist. Wir können ein Tablar rausnehmen, wir können hier die 0,5 Liter Flaschen nicht reinmachen, also oben oder unten eine 1,5 Liter Flaschen, unten eine Dose, oder wir nehmen das Tablar raus und bieten dem Kunden nur Mineralwasser an. Wir haben hier hinten den Wärmetauscher und hier unten Ablauf. Wir haben also eine Selbstabtauung vom Kühlsystem, das heißt, wenn der Kühlschrank die Temperatur erreicht hat, läuft das Kondenswasser hier runter in diese Tropfschale und hinten raus in eine Verdunsterschale, wie ein Standardkühlschrank zu Hause, und das Wasser, was hier anfällt, wird verdunstet. Auf der Rückseite haben wir ein Schutzgitter für das Kühlaggregat. Wir haben den Stecker, hier ein Schuko mit dem Übergangsstecker auf den Schweizer Stecker. Hier ist ein Absorberkühlsystem drin, also ein absolut geräuschloses Kühlsystem. Der Nachteil ist, es braucht ein bisschen mehr Strom, ca. 20 Franken im Jahr. Es braucht eine bessere Belüftung als ein Kompressorkühlschrank. Wir rechnen hier unten einen Luftzug hier hoch oder hier haben wir Gitter drin. So können wir den Schrank auch ganz an die Wand stellen. Wir entlüften durch dieses Gitter, aber so groß wie dieses Gitter ist, müsste an sich die ganze Luftführung sein. Also das heißt, so groß wie der Querschnitt hier ist, muss er unten sein, was er ist. Ich muss ihn unten herkriegen oder ganz unten durch den Sockel und hier oben weg in einem Möbel drin. Das sollten 250 Quadratzentimeter sein. Also ein Loch mit einem Zentimeter mal 2,50 Meter oder ein Loch 10 cm hoch mit 25 Zentimeter oder die Mischung davon 50 cm mal 5 cm. In diesem Katalog, den verlinke ich euch logischerweise unten drin, haben wir hier diese Einbauanleitung mit den Zeichnungen, wie man das einbauen kann und der Beschrieb dazu. Zur Türe, Standard ist sie rechts gebandet, das heißt die Scharniere auf der rechten Seite. Man kann den selber umbauen, das ist kein Problem. Bei größeren Bestellungen ab 3 Stück banden wir euch die Kühlschränke um. Ihr müsst das also so bestellen. Band rechts 2 Stück, Band links 1 Stück oder mehr, je nachdem. Und so kann dann die Türe so aufgemacht werden. Das Umbauen ist eigentlich keine Hexerei. Oben Scharnier lösen, umsetzen. Weiter wird der Kühlschrank meistens in Hotels
verbaut. Man kann ihn freistehen lassen, aber in ein Möbel verbaut mit einer separaten Holztür davor, wie die anderen Möbel auch. Und dann haben wir als Option solch ein Schleppscharnier oder Zugscharnier oder Türmitnehmerscharnier. Da kommt das eine Teil hier an die Türe und das Teil kommt an die Kastentüre, die davor kommt. Das wird dann hier eingehängt und wenn die Türe aufgeht, wird die Kühlschranktüre mitgezogen. Ist also in der Regel, wird es so montiert, dass direkt mit der Kastentüre auch die Kühlschranktüre aufgezogen wird. Aber es gibt auch die Möglichkeit, den Kühlschrank einfach nur so in die Nische zu stellen. Wichtig ist eben die Belüftung der Nische, dass die Wärme in dieser Nische weggeht, weil wenn die Wärme nicht weggeht, erstickt der Kühlschrank. Das heißt, er kühlt nicht und der Stromverbrauch vom Kühlschrank steigt. Zum Stromverbrauch, dieser Kühlschrank ist ein Absorber. Der Absorberkühlschrank ist verrufen, dass er zu viel Strom braucht gegenüber dem Kompressor. Nur der Kompressorkühlschrank ist natürlich, hat ein Geräusch. Er hat einen Kompressor, der läuft, der surrt, der vibriert, der macht, das ist Physik, das ist ein Motor. Und er hat Einspritzgeräusche auf dem Kapillarrohr, das hat jeder Kompressorkühlschrank. Nur die einen hören es, die anderen hören es nicht. Die Fliegenhusten hören, die hören das sicher. Und hier hören sie nichts. Nichts, überhaupt nichts, absolut geräuschlos. Aber der Kompromiss in etwa 20 Franken mehr Stromverbrauch im Jahr. Und das Energiegesetz verbietet Kühlschränke, die größer sind als 60 Liter. Der hier hat jetzt 36 Liter Nutzvolumen, Bruttovolumen, es sind 40 Liter. Und wir haben ein Gerät, kostet aber wesentlich mehr. Das hat dann 60 Liter, kommt auf europäischer Fertigung, dieser kommt aus chinesischer Fertigung. Hier haben wir das Tippenschild, das ist also eine Wemo, eine HC40, Volumen ist 36 Liter, das Nettovolumen 34 Liter, Kältemittel ist NH3, 72 Gramm und die Klimaklasse N. Klimaklasse N heißt zwischen plus 15 bis plus 32 Grad. Das ist der Bereich, wo das Kühlschrank eingesetzt werden kann. Er kann auch drunter eingesetzt, aber er ist an sich gebaut für diese Temperaturen, normale Zimmertemperaturen. Kältemittel NH3 ist ein natürliches Kältemittel, R717. Es ist Ammoniak, ich sag mal, das passiert auch, wenn ihr scheißen geht. Zu den Abmessungen von dem Kühlschrank, der hat eine Breite von 400 mm, eine Höhe von 560 mm und eine Tiefe. Und der kann wirklich bis an die Wand geschoben werden, weil er kann hier und unten belüftet werden von 450 mm. Wenn aber hier noch ein Schleppscharnier dazwischen kommt, müsst ihr zum Beispiel noch einen Zentimeter dazurechnen. Wenn der Kühlschrank in der Nische drin steht, hat es hier Befestigungslöcher. Hier kann man ihn mit Spanplattenschrauben direkt auf das Tablau vom Kasten runterschrauben. So ist er fest und rutscht nicht raus, weil vom Gewicht her ist er nicht so schwer, wenn da jemand sieht, dass er nicht aus dem Loch fällt. Weiter verlinke ich euch hier oben die HC30, die ist ein Stück kleiner, und hier unten die HC25, das ist wirklich ein niedlich kleines Kühlschränkchen, auch mit der gleichen Absorbertechnik. Ich wünsche euch einen schönen Tag.